Guten Tag. 12 Jahre. 12 Jahre hat es jetzt gedauert. 12 Jahre lang haben wir uns jetzt, habe ich mich jetzt vorwiegend mit der Ladegerätetechnik beschäftigt, also mit was Handfestem. Und das war ja sowieso komisch, wie das damals so gekommen ist. Also war 2010, da bin ich mit so einem kleinen Lüfter-Bedini durch Zufall zum Fritz Watzel gekommen, dem letzten Lehrling Viktor Schaubergers, und dort hat mir Fritz die Repulsine so ein bisschen versucht näher zu bringen, und ich habe ihm versucht, den Bedini-Motor so ein bisschen näher zu bringen. Und schon damals ist mir so die Symbiose zwischen Repulsine und Bedini-Motor im Kopf rumgeschossen. 12 Jahre später, jetzt ist zumindest das kleine erste Modell fertig. Ist es nur ein Modell? Also viel Praktisches wird man da jetzt nicht bei rausfinden, aber zum Anschauen ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man weiß, wovon da eigentlich geredet wird. Also der Repulsine wird nachgesagt, dass er die Luft, also die Luft besteht ja aus mehreren Molekülarten, Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und was weiß ich, was da nicht noch alles rumwuselt. Und wenn man die trennt und dann wieder zusammen bringt, energiesparend, kann man daraus Energie gewinnen. Und wenn das dann richtig gemacht wird, dann soll es mit so einer Membran dann möglich sein, die Energie zu benutzen. Die Scheibe würde dann durchgehen, muss dann gebremst werden mit Generatoren. Hier unten habe ich jetzt mal so kleine Mini-Generatoren dran gebastelt. Wo ist das Licht? Hier ist ein bisschen Licht. Also viel bringen sie nicht raus, das ist wirklich nur so zur Anschauung. Hier sind 2 Magneten noch drauf und wie gesagt, Basis von dem Ganzen ist so ein stinknormaler Lüfter-Bedini-Motor, der das ganze Ding antreibt. Ja, 12 Jahre. 12 Jahre hat es gedauert. Das Ei hier oben drauf, das ist jetzt aus meinem Mist herausgewachsen. Da gehört ja noch so eine Hutze oben drauf. Wer sich da schon mal mit so einer Repulsine beschäftigt hat, ich kann es ja erst noch mal fix erklären. Also das sind 2 Scheiben, oben eine Scheibe, unten eine Scheibe. Die liegen aufeinander, aber halt nicht komplett. Die liegen so aufeinander, dass so ein kleiner Luftspalt dazwischen ist. Und dann sind hier in der Mitte von dieser Scheibe so, naja, jetzt dreht sich's, so kleine Schlitze in den ersten 2 Erhebungen. Und da wird dann die Luft eingesaugt, nach außen geschleudert und hier kommt sie dann mit ziemlich hohem Druck nach außen. Was ich experimentell jetzt schon mal bestätigen kann, ist den Coanda-Effekt. Über den Coanda-Effekt bin ich ziemlich spät gestolpert. Das ist der Effekt, der beim Frisbee, glaube ich, auch eine Rolle mitspielt. Jedenfalls, wenn das Ding sich jetzt dreht, würde man vermuten, dass die Luft voll nach außen weggeschleudert wird. Aber der Hauptluftzug ist jetzt hier, wo mein Finger ist. Da trifft jetzt volle Kanne die Luft drauf, also die Luft geht hier und dann, also es müsste schon ein bisschen Vortrieb an sich schon geben, ne? Selbst ohne diesen Repulsinen-Style mit 2 verschiedenen Membranen, aber das wird wahrscheinlich da auch noch eine Rolle mitspielen, das wird ein Teil des Ganzen mit sein, vermute ich mal, wenn es denn nicht nur Quatsch ist, ne? Quatsch oder Quark oder was weiß ich. Das UFO-Thema, das ist ja ziemlich zwielichtig zu betrachten. Ich muss mal versuchen, das blöde Gelache irgendwie rauszunehmen, weil es ein echt ernstes Thema. Und ja, bevor man sich versieht, ist man da mittendrin. Und ich glaube, mir ist es jetzt so passiert. Am 17.05. ist ja die Edina gegangen. Das heißt, die schwarze Katze, die ganze Zeit aufpasst, dass ich keinen Mist baue. Und in der Nacht, also an dem Tag sozusagen, bevor sie gegangen ist, habe ich dieses Ding endlich ausgedruckt. Habe ich es endlich geschafft, es auszudrucken. Eine Woche lang habe ich probiert, es auszudrucken. Habe es nicht geschafft, andauernd Düse verstopft. Andauernd hat es mir die Ringe hier abgehauen, hier oben beim Drucken, ehe ich die richtige Einstellung raus hatte, dass es alles stabil bis zum Ende durchläuft.
ja, hat es bis zum 17. gedauert, und als ich das Ding dann in meiner Hand hatte und der Edina dann gute Nacht gesagt hat, ist sie am nächsten Morgen nicht mehr aufgestanden. Also sie hat mich genau bis zu diesem Punkt begleitet, ja, bis ich die erste Rebusine als Modell in den Händen halten konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so lustig ist. Aber naja, Fritz hat mir beigebracht, man muss lachen können, auch wenn es nicht mehr zu lachen ist. Also wollen wir mal ein bisschen Spaß reinbringen in die ganze Sache. Eddie hat ja in der Zeit, bevor sie dann so richtig schlecht gegangen ist, so richtig viel gepinkelt, und die ganze Pisse habe ich aufgehoben. Und in eine Wasserstoffzelle will ich nicht schütten, da der Harnstoff ja jetzt sowieso raus ist, der ist jetzt umgewandelt worden. Aber vielleicht kann ich es zum Verkupfern nehmen. Dieses Ei, was ich jetzt hier schön hier oben drauf dreht. Ja, der Back-EMF kommt jetzt auch langsam raus, werden die LEDs immer heller. Das Ei, was ich hier oben drauf dreht, das habe ich mir ein bisschen größer ausgedruckt. Das ist jetzt hier drin und ich habe es mit Graphit bemalt. mit dem Hintergrund, weil ich es nämlich verkupfern möchte. Die ganze Konstruktion hier ist jetzt dafür da, zum Verkupfern. Also dieses ganze Kupfer, das soll sich dann auflösen und praktisch auf dieses Ei dann gehen. Ja, das hat auch der Fritz andauernd erzählt, dass Kupfer und Wasser da nicht verkehrt ist. Ich habe nämlich vor, dieses Ei hier auf so eine chinesische Waschmaschine drauf zu kleben und das ganze Konstrukt dann in einem kleinen Schwimmbassin, den Runden, mal laufen zu lassen. Mal gucken, wie sich dann das Wasser verhält und wie sich es aussieht und wie viel Energie das Ganze zieht. Nur um mal ein bisschen zu probieren. Und um nicht die ganze Umwelt mit Nanoplastik zu verseuchen, ne, das wird ja dann wahrscheinlich übers Rumspritzen, denke ich mal, habe ich mir gedacht, tust es halt verkupfern. Somit kannst du gleich mal probieren, wie das ist. Das ist jetzt mein allererster Versuch. Ich habe noch nie irgendwas verkupfert. Mal schauen, ob das klappt mit den Back-EMF-Pulsen vom Bedini und ja, der Konstruktion hier. Und wenn das dann funktionieren sollte, könnte man ja dann auch die komplette Rebusine verkupfern, damit die Stabilität noch etwas besser ist. Ne, weil die müssen wir ja dann auf extrem hohe Umdrehungen bringen. 100 Meter pro Sekunde Winkelgeschwindigkeit. Da will ich sie mal ranbringen. Ne, das ist irgendwie so eine Zahl, die ich mir gemerkt habe und die ich nicht vergessen konnte. Also auf die Größe hier berechnet, müsste ich wahrscheinlich mit 100.000 Umdrehungen rangehen. Also in der Größe wird es natürlich nichts. Die muss dann schon so 30 cm groß sein. Und die muss dann auch mindestens auf 10.000, 20.000 Umdrehungen gebracht werden. Das wird ganz schön tricky bei dem großen Durchmesser und dem Material hier. Von daher, schlagt mal was vor, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen. Ich habe momentan an Hanf-PLA gedacht. Ne, also dieses Hanf klein gemacht und dann mit Plastik gemischt, sodass man es mit einem 3D-Drucker ausdrucken kann, dass das richtig schön zugfest wird und das dann halt extra nochmal verkupfern. So ist es mir momentan im Kopf rumgegeistert, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Das Hanf-PLA, das gibt es in Italien, glaube ich, zu kaufen. Ich kann mir jetzt leider keins mehr herstellen. Und ja, mal gucken, mal schauen. Einen Drucker habe ich sowieso nicht, der 30 cm drucken kann. Also bei mir ist die Grenze bei 22 cm. Und dann braucht man ja auch noch die optimale Druckdatei dafür. Die Druckdateien, die es momentan im Netz zu finden gibt, zwei habe ich momentan gefunden. Die sind schon ganz nett. Also echt danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Aber ich glaube, es geht noch etwas perfekter. So, und zwar vermisse ich bei dem Ganzen hier den goldenen Schnitt. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Die Gabi Müller sagt ja, wenn man überall den goldenen Schnitt bis ins Letzte mit reinbringt, dann resoniert sich's tot. Das wäre dann auch nicht das Optimale, aber naja. Ich weiß auch nicht. Probieren möchten wir es schon mal irgendwie. Will man es? Naja, ich weiß nicht. Aber so würde ich mir jedenfalls vorstellen, dass eine optimale Scheibe aussehen würde, indem die Abstände von den Ringen im goldenen Schnitt wären und auch die
Höhen von den Amplituden, also das ist die Draufsicht, ne, das ist dann die Quersicht, die Höhe von den Amplituden auch im goldenen Schnitt absacken. Praktisch wie wenn man so einen Wassertropfen ins Wasser fallen lässt, wie dann die Wellen so langsam ausschwingen. Das sind am Anfang hoch und dann werden sie immer kleiner und kleiner. Und das hier im goldenen Schnitt, das wäre eben schön. Ich würde sagen, 4 reichen. Und ist noch die Frage, ob die Abstände hier drin immer exakt gleich sein müssen oder ob an den Erhöhungen immer weniger Abstand ist, dass hier eine Kompression ist und hier danach wieder eine Dekompression, dann wieder Kompression, Dekompression, Kompression. Damit hätte man an den Stellen, wo es hier rot ist, dann praktisch immer Hitze und an den Stellen, wo es hier blau ist, immer Kühle. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt oder ob es genauso viel bringt, wenn man die Abstände hier gleich lässt. Wichtig ist aber laut dem Fritz Watzel, dass in der Mitte ungefähr 8 mm Abstand zwischen den Scheiben sein müssten und am Rand dann noch so 1 mm sein müsste. Ja, in der Mitte auch ein Loch, dass eben die schweren Luftmoleküle in der Mitte, ach nee, Quatsch, die leichten Luftmoleküle in der Mitte gleich hier unten durchsausen und die schweren Luftmoleküle eben nach außen geschleudert werden, sodass eben so auf diese Art und Weise die Luft in ihre Einzelbestandteile aufgetrennt wird und wenn sie dann hier unten wieder zusammenkommen, soll es dann eben diesen extra Kick geben, wenn ich dem Fritz da Glauben schenken darf. In Realität habe ich es ja leider noch nie gesehen, aber es verfolgt mich bis jetzt das Thema und lässt mich nicht mehr los. So, und nachdem ich jetzt auf den öffentlichen Straßen mit einem führerscheinpflichtigen Fahrzeug da nicht mehr unterwegs sein darf, muss ich da wahrscheinlich sowieso die nächste Fähre dann schnappen und mal gucken, ob es klappt, dass man die erste Zeit ein bisschen durch die Luft fliegen kann, ohne dass man da einen Führerschein braucht. Wäre natürlich toll für mich als Bastler. Das sind immer die schönsten Zeiten, wenn man da irgendwie ganz neu an der Technik dran ist, wo es noch keine Gesetze gibt und am Anfang erstmal machen kann, was man will. Klingt vielleicht blöd, aber einige Menschen sind so gestrickt. Ich unter anderem. So, gut. Das wäre das. Da will ich das erstmal anwerfen hier. So, der Bedini-Motor speist mir jetzt den Kondi hier hinten. Und das ist ein 400 Volt Kondi und die Lampen sind 200 Volt Lampen. Also ich glaube so bei 160 Volt gehen die Lampen los. Und warte ich jetzt mal, bis das geschehen ist und die 160 Volt haue ich dann mal hier drauf. Die Spannung sinkt dann natürlich wieder zusammen, die Lampen werden ausgehen und mal gucken, und mit wie viel Spannung unser Ei hier dann verkupfert wird. So, ich hole jetzt erstmal die Katzenpisse. Ha, wunderbar. Ihr seht, die LEDs, die leuchten da jetzt schon ein bisschen. Werden jetzt immer heller, also wir werden schon über 100 Volt sein jetzt auf alle Fälle. Und jetzt wird es richtig eklig. Da ist das gute Zeug. Na dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ich muss dann hier auf alle Fälle lüften. Das schwimmt, scheiße. Nein, nicht schwimmen. Nicht schwimmen. Ah, Mist. Das ist jetzt natürlich Mist. Ah, so ein Mist aber auch. Es schwimmt, scheiße. Das darf doch nicht schwimmen, das darf doch jetzt nicht an den äußeren rankommen hier. Ah. Okay, dann muss ich oben irgendwie mal was zum Beschweren noch drauf tun. Okay, so. Das Ding ist drin. Ich mache da jetzt mal einen Deckel drauf, so gut es geht. Und dann wird hier gelüftet. Das war eine... Oh Mann, das war eine blöde Idee. Okay, das hat mir wirklich viel zu sehr gestunken. Ich habe es jetzt abgedichtet mit Sikabond. Und hier ist ein Babbler. Der, mal gucken, ob er dann losbabbelt. Mal schauen. Ja, und wie soll es anders sein? So, bei 17 Volt sind wir, wo die Elektrolyse da drin funktioniert mit dem Ei.
Ja, die 17. Also wie gesagt, Eddie ist 17 geworden, am 17. ist er gestorben. Am 17. wurde ich von meinem Führerschein befreit und an dem Tag hatte ich auch noch eine Jacke angehabt, wo eine 17 drauf stand. Meine Fußballtrainingsjacke von der Zeit, wo ich damals noch Fußball gespielt habe. Da war ich Auswechselspieler und hatte die Nummer 17. Der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus, dass ich das jetzt so lange laufen lasse, bis jetzt die LEDs wieder angehen. Na, dann müsste ja hier drin dann das Kupfer so weit sich aufgelöst haben, dass es keinen Kontakt mehr mit dem Elektrolyt gibt und dann müsste ich der Kondensator wieder vollfressen und mir anzeigen, es ist fertig. So ist der Plan. Mal gucken, ob das klappt. Also wenn mir keine Lüsterklemme irgendwie aboxidiert und dann in das Ding reinfällt. Ja, aber selbst dann müsste irgendwann leuchten. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schreibt mal in den Comments, was ihr davon haltet. Ist es Quatsch, ist es Quark oder könnte da wirklich was dran sein? Ja, da spielt ja auch ein Rolf Kran in seinem Jupiter-Generator hier mit irgendwie eine Rolle. Da sind ja auch Gemeinsamkeiten vom Funktionsprinzip gewisse. Und naja. Es begleitet uns jetzt schon so lange das Thema. Mal gucken, ob es irgendwann sein darf. Bis bald.